Ja, ihr Lieben, ich berichte euch von Freitag. Freitag, der 2. September. Am Morgen hat Missy mir den Auftrag gegeben, das Kohlbeet leer zu räumen. Die Kohlbeete, das sind 2 Folienbeete. Ich zeige sie euch mal eben. Ich gehe euch mal mit euch mal dahin. Und da standen noch so ein paar Kohlköpfe drauf, die fand sie aber nicht mehr gut genug. Die mussten die weg. Seht ihr das rechte? Da waren die Kohlköpfe drauf und auf dem linken Streifen, da stand dieser Wildkohl, wo man einfach nur so, wo die Blätter so wachsen. Ja, im Grunde wie bei Salat, aber die nie so einen Kopf bilden. Der heißt Kollard. C-O-L-L-A-R-D und wird verglichen mit dem Klippenkohl, den wir von Helgoland kennen zum Beispiel. Und der Kollard, der hatte sehr kräftige Wurzeln. Das war schwierig, den da rauszukriegen, während das mit den Kohlköpfen recht leicht ging. Und auch das Entsorgen ging wieder wunderbar. Einfach rüber zu den Schafen auf die Weide. Ihr seht, dahinter ist die Schafweide. Genau, das habe ich am Vormittag gemacht. Eigentlich wollte ich das, wollten Missy und ich das zusammen machen. Und sie hatte mir erzählt, dass am Nachmittag die Hundetrainerin kommt, die mit ihrem jungen Hund, mit Ash, arbeitet. Und die kam aber schon am Vormittag. Und dann war Missy damit beschäftigt. Ja, und sie sagte mir nachher irgendwie so, oh, die redet immer so lange. Es hat ewig gedauert, die loszuwerden. Aber whatever. Sie haben wohl gut gearbeitet. Und das wollte Missy dann am Nachmittag auch gleich mit mir umsetzen. Sie fand, ich sollte mich jetzt mal an Ash gewöhnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt mir nicht so leicht. Es ist ein junger Hund und ich glaube, ich verstehe ihn nicht so richtig. Und ich bin unsicher und dann ist der Hund auch unsicher. Und wir beide unsicher. Keine gute Kombination. Aber Missy war ja dabei. Ich dachte so, wenn er mich beißt, dann gibt es Dresche. Also, gut, dann sind wir in das Schafgehege gegangen, in diesen Korridor zwischen den Weiden und dem Stall. Und da war nämlich Ash. Und dann hat sie mir Leckerlis zugeschoben und ich sollte irgendwelche Befehle mit ihm machen und ihn schnuppern lassen. Und Alter, wo der überall schnuppert. Das möchtet ihr gar nicht wissen. Na gut, haben wir das gemacht. Dann hat Missy noch Rasen gemäht. Dafür muss man, das hatte ich euch schon mal erzählt, die ganzen Schläuche wegräumen. Und wir haben das mal auf ihre pfiffige Art gemacht. Ich habe einfach den Schlauch hochgehalten. Sie ist drunter durchgefahren und zack, war das erledigt. Genau. Und ich habe das Kollardbeet noch leer geräumt. Und abends, irgendwann stand der Aufsitzmäher plötzlich da und ich dachte so, okay, was ist los? Ist schon wieder was kaputt. Aber nein, Missy ist noch reingegangen, hat sich geduscht, weil sie war bei ihrer Freundin Mary eingeladen. Und hat dort einen vergnügten Abend gehabt. Und ist erst so spät, oder erst, was heißt so spät, also später als sonst abends wiedergekommen. Und das war auch schon der Freitag. Außer, dass ich, obwohl ich noch müde war, noch eben eine Folge von Night Sky geguckt habe.